Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Runaway 3. In der letzten Folge haben wir Chuck geholt, indem wir die Heizung kaputt gemacht haben. Und dann wollen wir doch auch gleich mal mit ihm reden. Hallo, Chuck. Ach, lass mich in Ruhe, du Irrer. Ich bin auf 180. Okay. Nur eine Sache, Chuck. Bist du nicht Ernests Freund? Dann red doch mit ihm. Okay, wir können nicht mit ihm reden. Darf ich vorstellen? Ernies größter lebender Feind. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Da drin liegt bestimmt der Plan der Luftschächte. Aber Chuck könnte mich sehen. Es ist viel zu riskant. Okay, das heißt, wir müssen Chuck ablenken. Und das hat bestimmt damit zu tun, dass Ernie und Chuck sich überhaupt nicht leiden können. Hallo Ernie. Basco? Ah, werden wir jetzt mit ihm reden? Was hältst du von den Leuten in Happy Dale? Vom Personal oder den Insassen? Wenn wir mit ihm reden, könnten wir vielleicht... wenn er was über Chuck sagt, dass Chuck das hört und dann eine Streiterei von Zaun bricht. Von wem genau? Hausmeistertrupp? Vom Hausmeistertrupp. Sag kein Wort mehr. Heute hat der farbenblinde Dienst. Chuck! Und schon geht's los. Eigentlich ist Chuck Berry der King und nicht Elvis. So ein Gotteslästerer. Okay, aber gebracht hat es nichts. Lass uns mit dem Tratsch aufhören. Alles klar. Na dann? Klar. Beziehungsweise... Hallo, Ernie? Was braucht... Frag mal doch mal nach der Elvis Brain Academy. Vielleicht bringt das ja was. Wie läuft es mit der Elvis Brain Academy? Hier und da habe ich noch Schwierigkeiten, aber ich werde bald alle Optionen angeklickt haben und damit auch die richtigen. Okay. Da. Klar? Nein, der kann mich nicht ausstellen. Nein. Okay, wenn wir rausgehen und nochmal neu kommen, ändert sich dann vielleicht irgendwas? Nee. Können wir die Heizung noch kaputt machen? Nein. Am Ende wird das noch zur Sucht. Okay. Moment. Keine Spielchen mit dem Trichter. Das ist eine ernste Sache. Nee. Ich dachte, dass man das irgendwie als Verstärker nehmen kann, dass es Chuck auf jeden Fall auch hört. Ich warte lieber den... Ich warte. Gib ihm doch mal eine Blume. Nein, das bekommt er nicht. Das ist jetzt eine echt gute Frage. Hier haben wir ja nichts mehr. Nee, das kennt man ja alles schon. Wie lenken wir ihn ab? Das hat doch irgendwas mit Ernie zu tun. Können wir vielleicht mit Quickle wieder was machen? Ich hätte da mal eine Frage. Wie gefallen dir die Kakerlaken? Kaum welche vorhanden. Winzig und knirschen kaum. Wer hat bloß diese Kakerlaken ausgesucht? Wir müssen uns beschweren. Wir wollen größere und knirschendere haben. Und, sie sollen still sein. Mir wird schwindelig. Angeekelt. Okay, da passiert anscheinend auch nichts mehr, dass sich Ernie beschwert. Nein. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass dahinter nichts zu finden ist. Diese Dinge gehen schnell kaputt. Das ist Chucks Sache. Ich bin jetzt auch gerade wieder etwas ratlos. Was man hier machen könnte. Ich muss ihn irgendwie ablenken und ich bin wirklich sicher, dass das mit Ernie zu tun hat, aber... Noch mehr? Ja, natürlich.
Hallo, Ernie. Was brauchst du? Hältst du? Mehr oder weniger. Mehr als Quickel, aber weniger als Junior. Ein bisschen wie Gabbo mit einem Hauch Hollister, auf Marcello-Art sozusagen. Mit ein paar Eigentümlichkeiten von Mr. Nice. Verrückt wie ein Spieleentwickler, Basco. Nächste Frage? Okay. Das bringt wahrscheinlich nichts, wenn wir da nochmal nachfragen. Na da. Klar. Kann Gabbo uns vielleicht noch weiterhelfen? Hey, Gabbo. Angenommen, irgendein Mist... Improvisier. Ich kann mir denken... Naja, okay, das hat man ja schon. Ich bin gut. Aber wir kommen nur nicht an das Ding ran. An seine blöde Werkzeugkasten ran. Nein, das be... Ich sehe das Ding eher als Geldautomat, weniger als Spardose. Nein, das... Nichts da. Wahrscheinlich haben sie keinen großen... Okay. Ich bin tatsächlich ein kleines bisschen überfragt. Vor ein paar Tagen hat Junior entdeckt, dass wenn man auf... Ich bin kein Mörder. Auch wenn Bennett es glaubt. Nein. Ich bin tatsächlich etwas überfragt. Da sieht er nicht schlecht aus. Was kann ich machen, damit die zwei einen Streit anfangen? Nein, das... Und da drin war ja auch nichts mehr. Jedenfalls nichts, was war, was uns weiterbringt. Und ich dachte, wir wären jetzt ein großes Stück weitergekommen, als wir ihn geholt haben. Aber das war's dann auch wahrscheinlich. Was sagt denn das Journal? Da fehlt immer noch was. Es gelang mir, Marcello mit den Hosenträgern dazu zu bewegen, sich in seiner imaginären Schachtel zusammenzufalten. Kurz darauf ließ ich ihn durch die Klappe in unserem Zimmer ins Belüftungssystem steigen. Marcello robbte sich durch die Luftschächte bis zum Casino vor, dessen Tür von innen aufgesperrt werden musste. Gut, das hat man auch. Mit Quickel, dem Gewerkschafter aus Zimmer 305, zu reden, ist ein Synonym für Lärm. Ich nutzte diese Tatsache. Er schrie und ereiferte sich und... Ich schlug den Heizkörper mit dem losen Gewicht kaputt, das ich von der Waage im Casino genommen hatte. Chuck, Ernies natürlicher Feind, erschien, um den Heizkörper zu reparieren. Ja, soweit war mal. Aber irgendwas, was fehlt uns bei 7? Irgendwas fehlt noch, irgendwas hätten wir noch machen müssen. Und das ist wahrscheinlich genau das, was wir jetzt brauchen, um weiterzukommen. Toilette, Miss Palmer. Bringt das was, wenn wir da nochmal reingehen? Mal sehen, was wir hier haben. Den Klodeckel. Der wäre zwar prima zum Mafiosi schlagen, ist aber viel zu schwer. Okay. Ich glaube, in dem Fall rufe ich doch nochmal die Hilfe auf. Weil... Jetzt. Weil ich habe im Moment keine Idee mehr. Wenn du Ernies Foto verschönerst, wird er sich so freuen, dass es regelrecht zum Weglaufen ist. Ah, okay. Das können wir mal machen. Meine Güte. Auf dem Foto sieht er wie ein Grobian aus. Dann holen wir doch mal den Marker und...
malen ihn an. Das ist die Idee. Aber wer kommt auf sowas? Chuck ist der wahre King. Perfekt. Und jetzt? Ernie, wie viel? Bist du Chuck Berry-Fan? Damit treibt man keine Scherze, Basco. Ach. Aber auf deinem Foto an der Tafel steht, dass Chuck der wahre King ist. Was? Du hast dir nicht mal die Zeit genommen, es zu verstecken. Er gehört mir aber nicht. Hierher! Mach das sauber mit deiner Zunge. Chuck ist der wahre. Niemals. Na schön. Ich gebe dir eine Minute, um deine Meinung zu ändern. Uff. Dann wollen wir doch mal an den Werkzeugkasten gehen. Ich hab ihn. Und die Stirnlampe wird mir gut durch die Luftschächte helfen. Sehr schön. Schluss! Ich habe dir schon genug Zeit gegeben. Wirst du diese blasphemische Schweinerei wegmachen? Oh Mann. So. Oh Mann. Das absolute Chaos. Mal sehen, ob ich den Lüfter von dem Gabo-Sprach erreichen kann. Da haben wir den Ventilator. Gute Nachricht. Ich habe den Hauptlüfter gefunden und der Ort scheint ziemlich verlassen. Jemand hat die Tür offen gelassen. Kurgan! Mein Gott! Er ist... Okay. Und der Kopf? Hat der Lüfter ihn abgetrennt? Oh, ekelhaft. Das verändert alles. Davon muss Gabo erfahren. Wo soll ich nur damit hin? Genau da. Brian hat Kurgans Kopf verbrannt und... Danach? Wir sind da. Bieg nach links ab. Drittes Kapitel. Ein passender Selbstmord. Es muss hier irgendwo sein, ich bin fast sicher. Also was ist denn am Ende mit Brian passiert? Später. Ja, siehst du, da steht Bennets Mietwagen. Bennett? Aber Brian wollte doch flüchten, weil sie ihn ins Gefängnis stecken wollten. Irrtum. Er floh, weil er ein Telefonat mit angehört hat, in dem ich einen Insassen, der für verrückt erklärt werden wollte, des Mordes beschuldigte. Jacob Kurgan. Ganz im Gegensatz zu Basco. Er ist unschuldig. Er hat Kurzmeier nicht umgebracht. Die Aufnahmen, die wir von unseren Hypnosesitzungen gemacht haben, beweisen es aus psychologischer Sicht. Bedauerlicherweise reicht es nicht, damit die Geschworenen ihn freisprechen. Das ist der Grund, weshalb wir hier sind. Im Haus von Colonel Jerome D. Chapman. Chapman, Kurzmeiers Stellvertreter? Hier bleibt der, der während Brians Prozess Selbstmord beging? Ja und nein. Meiner Ansicht nach beging er kein Selbstmord, sondern wurde umgebracht von dem, der hinter dem Ganzen steckt. Und Sie denken, wir finden hier Hinweise, die das beweisen können? Ja, genau. Übrigens, Chapman hatte einen Tag vor seinem Tod einen Termin mit Richterin Whitley vereinbart, um ihr etwas Wichtiges mitzuteilen. Ich weiß nicht, was es ist, aber vielleicht finden wir hier irgendwelche Hinweise darüber. Doktor... Ich brauche noch Antworten auf einige Fragen, aber zählen Sie auf mich. In Ordnung. Sie durchsuchen alles hier unten, ich übernehme die obere Etage. Gibt's hier warmes Wasser? Ich muss mich duschen oder die Hinweise werden vor mir weglaufen. Schön geduscht, frische Klamotten. Ich fühle mich wie neu. Gut. Wahrscheinlich hat man hier Chapmans Leiche gefunden. Wie makaber. Besser, ich ignoriere es. Ich konzentriere mich auf die Suche nach Hinweisen, aus denen hervorgeht, dass er keinen Selbstmord begangen hat.
Und seine angebliche Nachricht für die Richterin suche ich auch. Komm schon, Gina, los. Gut. Also jetzt wissen wir zumindest, wessen Leiche das gewesen ist, den man gefunden hat. Das war Kirkens Leiche. Und warum man auch den Kopf nicht gefunden hat. Aber noch genauer wissen wir nicht, warum Brian jetzt angeklagt worden ist, Kurzmeier getötet zu haben. Und was da eigentlich ganz passiert ist. Also noch wissen wir immer noch nicht, was passiert ist. Und wie die Zusammenhänge zu Runaway 2 sind. Und wie dann Brians Flucht dann doch noch vonstatten gegangen ist. Weil irgendwie ist er ja noch doch noch rausgekommen. Schätze ich doch mal. Gut. Was mich jetzt aber interessiert. Ah, okay, was war denn das jetzt genau? Dank des Buschmessers konnte ich die elastischen Spanngurte von Mr. Nice Koffer durchschneiden. Ich brachte ein paar Klammern, die ich in einer Dose im Aufenthaltsraum fand, an den Spanngurten an und gab sie Marcello. Damit konnte er seine Hosenträger ersetzen, die Miss Palmer verbrannt hatte. Okay, das war einfach nur ein Bug, dass da nichts drin war. Gut. So, hier haben wir die zwei. Okay, das ist ja der Anfang. Gut, was haben wir denn alles hier? Da haben wir einen Baseballschläger. Chapman starb an einem Kopfschuss und wies keine Schlagwunden im Gesicht auf. Damit bleibt der Baseballschläger bei der Untersuchung außen vor. Nein, ich will weder Baseball noch Psychopath spielen. Okay. Was haben wir eigentlich alles in der Tasche? Wir haben unsere Sonnenbrille, ein Handy. Ich habe hier keinen Empfang. Wie praktisch, so kann man es natürlich auch immer machen. Und eine Nachricht. Bennett gab sie mir, bevor ich duschte. Es ist eine Kopie von Chapmans angeblichem Abschiedsbrief. Man fand ihn neben der Leiche. Da steht, an die ehrwürdige Richterin Lutricia C. Whitley. Möge der Himmel mir für das vergeben, was ich tun werde. Aber noch mehr flehe ich darum, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika wieder Gerechtigkeit walte. Ein Land, das ihr, wie es scheint, ohne Bedauern den Rücken gekehrt hat. Was nützt es, das Vaterland zu verteidigen, wenn es einen nicht selbst verteidigt? Was haben meinem Colonel Kurzmeier 40 Jahre Treue und ehrenhafte Dienste gebracht? Wieso kann ein Mörder wie Brian Basco mit einer kleinen Lüge und einem vorgespielten Gedächtnisverlust die Justiz zum Narren halten? Ich hoffe, dass mein Unglück und meine Entehrung wenigstens dazu dienen, dass Sie, die zuständige Richterin, darüber nachdenken und sich richtig entscheiden. Stecken Sie einen Mörder dorthin, wo er hingehört, und stellen Sie die Gerechtigkeit wieder her. Gott sei meiner Seele gnädig. Okay, was ich noch sagen wollte, Bennett scheint ja doch nicht so schlecht zu sein. Oder war hier ein ganz guter Schauspieler? Weil Brian ist ja echt der Ansicht, dass er von Chapman verraten worden ist. Also wie gesagt, entweder ein guter Schauspieler oder wirklich ein Missverständnis. Gut, was haben wir sonst noch da? Boxerhandschuhe? Boxen? Nicht mein Fall. Können wir sie trotzdem mitnehmen? Tatsächlich. Ich verstehe nicht viel vom Boxen, aber dem Design nach scheinen sie ziemlich alt zu sein. Bestimmt hat Chapman die während seiner Zeit als Boxer getragen. Oh, das ist davon kann man, denke ich, ausgehen. Was haben wir da noch? Ein Foto? Man sieht, dass Chapman der geborene Sportler war. Derjenige, der ihn umgebracht hat, muss sehr vorsichtig vorgegangen sein. Das Foto ist nicht schlecht, aber es gleich behalten. Naja. Okay, dann halt nicht. Was haben wir sonst noch? Wir haben hier einen Sessel. Der sieht gemütlich aus. Einfach so, völlig grundlos? Wenn man die Menge Arbeit betrachtet, die ich noch vor mir habe. Nein, dazu bräuchte ich schon eine Ausrede. Nun gut. Dann haben wir hier einen Schaukelstuhl. Meine Oma hatte so einen. Schlag die Zeit tot. Fein. Ich übe schon mal für den Ruhestand. Oh, sie macht's tatsächlich? Cool. Dumm, de dumm, de dumm. Schluss jetzt. Ich habe genug Zeit vergeudet. Okay, dann mal weiter im Text. Da haben wir auch noch ein Sofa. Ich bin die ganze Nacht gefahren. Gabo hat mich nur ein paar Stündchen abgelöst.
Da ist das Sofa viel zu verlockend. Das kann ich verstehen. Können wir ein Nickerchen machen? Das leuchtet mir nicht ein. Dann halt nicht, auch wenn der Satz ein bisschen blöd dazu kommt. Aber okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und in der nächsten Folge schauen wir uns dann genauer um. Vielleicht finden wir ja was, was Brian entlasten könnte. Und vielleicht erfahren wir am Schluss auch... Ja, wahrscheinlich werden wir erst im nächsten Kapitel erfahren, wie es mit Brian weitergegangen ist und wie er dann tatsächlich geflohen ist und... so weiter, vielleicht. Nun gut, wie dem auch sei. Dann sag ich mal, danke fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!